vermute mal, sie hat die kleine Schwester nicht getötet, sondern gefangen genommen und möchte ihren Geist in einen jungen Körper verpflanzen. Stellt das eine Möglichkeit dar? Ich weiß nicht. Und wo wir gerade von der Vergangenheit geredet haben. Na gut, sie sagt nichts. So wie die wohl eigentlich habe, benutzt wird, muss man ja nicht alles wissen. Was gibt's noch? Na, sowas kann ich doch leiden. Ach so, gut. Sie scheint, die Puppe ist umgefallen. Sie scheint vor einer recht wohlhabenden Familie anzugehören oder angehört zu haben, bevor sie sich... Ist aber nur eine Requisite. Scharf ist es nicht. Bevor sie sich dazu entschlossen hat, ihre Familie zu verlassen. Was da wohl für eine Flüssigkeit drin ist? Der ging es wohl relativ gut. Ich vermute mal Wasser. Da gibt's viel. Erstmal alles einsammeln. Jetzt kann man sich wieder gefahrlos hinsetzen. Auf das Ding. Was haben wir noch? Viel zum Reden. Ich guck mal erstmal das hier noch an. Arbeiten wir uns mal von links nach rechts. Ich glaube, ich habe ihn aufgeladen. Oh. Das war jetzt aber nicht unbedingt die Absicht. Was passiert jetzt hier noch? Kurbel? Das Gerät ist immer noch aufgeladen. Das Gerät ist immer noch aufgeladen. Das Gerät ist immer noch aufgeladen. Darf ich nicht? Kann ich die Sprungfeder dazwischen tun? Hier hilft mir die Feder nicht weiter. Schau. Was haben wir noch? Da war ich schon, da war ich schon. Ich guck erstmal durch. Ich sollte etwas anderes versuchen. Eben nicht. Na? Wusste ich's doch. Die Tür ist natürlich verschlossen. Mal sehen, ob ich etwas durch das Schlüsselloch erkennen kann. Aber natürlich, der Schlüssel steckt von der anderen Seite. Wir können doch bestimmt mit was Spitzem. Ich brauche etwas Schmaleres. Spritze? Wohl noch etwas. Hier hilft mir die Feder nicht weiter. Aber so vielleicht? Hier hilft mir die Feder nicht weiter. Nee, es fehlt noch was. Soll ich die aufziehen und den Schlüssel rausspritzen? So, nun ist die Spritze voll mit Wasser? Ich möchte nicht genauer darüber nachdenken. Ich probiere es trotzdem mal. Sie hat ja irgendwas gesagt, ne? Oh nee, nicht wirklich. Hey, ich habe den Schlüssel aus dem Schloss geschossen. Nur, wie komme ich jetzt dran? Nee, das kannst du ja zumindest mal durchgucken, ne? Guck mal, nicht Ausgang. Wusste ich's doch. Die Tür ist immer noch verschlossen. Mal sehen, ob ich etwas durch das Schlüsselloch erkennen kann. Siehst du was? Der Schlüssel liegt jetzt auf dem Boden hinter der Tür. Kann ich das durchfriemeln? Gute Idee. Der Schlüssel ist aber zu weit weg für das Schwert. Ich muss einen anderen Weg finden, um ihn durch den Türspalt zu bekommen. Was? Die Puppe ist umgefallen. Oh. Ein Schwertschlucker-Naturtalent. Das Schwert passt perfekt. Ich weiß zwar nicht, inwiefern mich das jetzt weiterbringt. Ich probiere einfach mal weiter aus. Das Schwert und die Feder bilden eine Spule. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Eine Schwertschluckerpuppe. Was sie wohl auf der Krankenstation macht? Da fiel mir eine ziemlich alberne Herleitung zu ein. Was ist denn da oben noch? Keine gute Sache, wenn man an das Wetter in London denkt. Kann ich hier noch irgendwo rumlaufen? Nee. Das Ding ist aufgeladen. Mensch, nachdenken in aller Früh. Ich finde es hier ganz gemütlich. Bist du schon weitergekommen?
Ich arbeite daran. Siehst du, notfalls haben wir ja auch noch die Hinweise, aber noch nicht. Bisher geht's ja ganz gut. Komplizierte Lage. Wieso? Wir müssen nur irgendwie runter zur Bühne und nach dem Orakel suchen. Ja, aber wie? Warum nochmal nehmen wir nicht die Tür? Naja, versuch's doch mal, ne? Los. Ich bin ein Pirat mit besonderen Fähigkeiten. Ich mache nicht jeden Unsinn mit. Aha. Ich bin ein Pirat mit besonderen Fähigkeiten. Na, so sieht's nämlich aus. Ich mache nicht jeden Unsinn mit. Ich habe jetzt keine Gegenstände mehr, mit denen ich irgendwas ausprobieren kann. Was war denn das mit dem Spielzeug? Der hat ja einen Haufen Zeug da gelassen. Vielleicht kann ich noch... Das ist ein kompletter Map wechseln. Hat sie nicht gesagt, sie lässt irgendwas hier? Hier geht's nicht lang. Nur diese blöden... Boah, ist das zum Kotzen! Einen Augenblick bitte. Ich muss kurz irgendwas basteln, um eine scheiß Fruchtfliege aus meinem restlichen Energydrink zu fischen. So ein Drecksvieh. Habe ich hier... Ich trinke in letzter Zeit ziemlich viel Tee. Und habe vergessen, ein paar Teebeutel wegzuräumen. Und zack, hatte ich eine halbe Kolonie Fruchtfliegen in meiner... Ich war ja bei Sascha die Nacht und die Teebeutel lagen da. Und zack, hatte ich eine halbe Kolonie Fruchtfliegen bei mir in der... Ja, Küche, Schlafzimmer. Ist ja alles ein Raum hier. Und da sind sie jetzt. Und pff, nerven mich. Und fliegen mal mitten ins Gesicht. Finde ich davon vielleicht noch was? Ich glaube eher nicht. Und ich bin jetzt schon wieder recht verzweifelt. Nö, geht mal wieder zu. Was habe ich denn hier gebastelt? Sie scheint perfekt zu passen. Ja, aber was habe ich gemacht? Und wo stehe ich drauf? William, kannst du das anpassen? Das wurde nicht von der Hand des Todes berührt. Und deshalb kann es auch meine nicht berühren. Ich will mal gucken. Wie kann ich etwas magnetisch machen? Wie kann ich etwas magnetisch machen? Wir brauchen Strom und so etwas wie eine Spule. Ja. Wie übertrage ich den Strom, ohne mir selbst zu schaden? Das kann nur ein Spezialist, ein echter Fachmann, ein kleines Genie. Also ich meine mich natürlich. Gut. Ich denke, ich habe keine weiteren Fragen. Ja, ich glaube, das hat mir geholfen. Jetzt bin ich gespannt. Wie will er das bewerkstelligen? Oscar? Was ist denn jetzt so aufgeladen? Das ist aber nichts für Leichtmatrosen. Na gut. Wieso nicht, ne? Oscar? Ich bin gespannt. Das mit den kleinen Hilfen finde ich ja geil. Oh, das ist aber stark. Und da ist der Schlüssel. Endlich hat die Kitzelei aufgehört. Cooles Ding. Die Tür ist offen. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts, aber da gab es ja nichts mehr zum Einsammeln. Schon wieder ein Mapwechsel. Hinter diesem riesigen eisernen Vorhang ist die Bühne. Das Orakel. Dahinter hat's eine Menge Leute erwischt. Ich könnte den Vorhang mit Leichtigkeit hochheben. Mach dich lieber nützlich, Riesenbaby. Was gibt's hier? Hier kann ich nur gucken. Das ist bestimmt das ist irgendein scheiß Logikrätsel. Ich gucke auch mal, was das hier ist. So komme ich nicht weiter. Na, Mensch. Versuch's doch mal hiermit.
Vorhang komme ich nicht direkt, ne? Was ist das hier? Weißer Vorhang mit langem, festem Seil dran. Puh, ich gucke erstmal hier, was überhaupt passiert. Hier dran hängt eine wichtige Requisite für das Theaterstück. Hier dran hängt eine wichtige Requisite für das Theaterstück. Hier dran hängt eine wichtige Requisite für das Theaterstück. Hier dran hängt eine wichtige Requisite für das Theaterstück. Was gibt's noch? Ich rede mal mit den beiden.